Nachdem jetzt die ganze kostenlose Backup-Software der totale Reinfall war, also nicht alle Duplikate, nicht so ganz, aber die meisten dann doch, habe ich mir doch jetzt mal eine kostenpflichtige angeschaut, die wurde mir im neuen Gulliboard empfohlen und die kostet aktuell 9,99 €, scheint ein Angebot zu sein, aber ich glaube, bei dem Hersteller gibt es da ständig Angebote. Also die Software heißt Backup Pro 11. Dieser Preis hat mich eigentlich schon Böses ahnen lassen, aber das war dann doch eigentlich recht positiv, der ganze Test. Ich fange mal mit meiner Bewertungsliste an. Das Programm kann verschlüsseln. Man hat einen Super Wizard und der erklärt einem auch nochmal die Vor- und Nachteile der Einstellungen, die man trifft. Also der Wizard ist der beste, den ich da jetzt gesehen habe. Man kann in dem Wizard halt ein Verschlüsselungspasswort angeben. Von daher, ja, grün. Die Software versioniert auch. Hier hat sie leider einen kleinen Haken. Es gibt nicht so eine intelligente Aufbewahrung der Dateien, sondern man kann einfach einstellen, halte mir die Dateien ein halbes Jahr lang vor. Das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Deshalb lasse ich es auch einfach grün. Das ist auch völlig okay. Das Recovery ist einfach, denn man kann in dem Wizard einfach auswählen, dass man die Dateien einfach auch so wiederherstellen kann. Nämlich hier, seht ihr es mal, der legt hier einfach als ZIP-Dateien an und jede Datei einzeln und verschlüsselt und mit Zeitstempel, wenn es eine Version von einer Datei gibt. Also besser geht's ja eigentlich gar nicht. In der Software muss ich aber sagen, ist das Wiederherstellen von einzelnen Dateien maximal kompliziert. Deshalb solltet ihr auf jeden Fall diese Option nehmen, dass ihr es selber wiederherstellen könnt. Wenn ich mich nämlich hier durchklicke und dann sehe ich nicht die ganzen Versionen, sondern muss jetzt hier oben anfangen, an der Zeit rumzuschrauben. Und dann, sobald ich hier nur eine Minute ändere, muss ich mich hier komplett wieder durchklicken, um die Datei zu sehen, ob die jetzt einen anderen Zeitstempel hat. Also davon ist jetzt nicht viel zu halten. Man kann nämlich hier einfach reingehen und die ZIP-Dateien sich anschauen und sieht dann alle Versionen aufgelistet. Wenn man natürlich einen Restore von einem Zeitpunkt einfach alles wieder haben möchte, weil man einen Festplattencrash hatte, dann kann man natürlich auch dann ist eigentlich angeraten sogar, diesen Restore von der Software zu nehmen. Dann nehme ich einfach den aktuellsten Zeitpunkt, wo die Software mir anbietet und sagt hier, restore mal alles. Erinnert es daran, die USB-Platte einzustecken? Ja, das tut es. Und das i-Tüpfelchen ist, man legt zwar den Laufwerksbuchstaben an beim Konfigurieren, aber die Software merkt sich nicht den Laufwerksbuchstaben tatsächlich, sondern die guckt wirklich nach, auch wenn sich der Laufwerksbuchstabe geändert hat, wo ihr Backup liegt und findet das automatisch selbst. Das gilt sowohl für den Restore als auch für das nächste Backup, das läuft. Und wenn die Platte nicht dran steckt, kriegt man eine riesen Warnung, dass die Platte nicht dran steckt, kann sie dran stecken und das Backup startet dann automatisch. Von daher sind alle meine Punkte eigentlich ja, erfüllt. Ich habe ja hier getestet, wie es mit einer USB-Platte aussieht. Man kann bei dem Gerät auch Backups machen, wenn ich mal hier einen neuen Plan anlege, in die Cloud. Da werden aber nur ein paar proprietäre Anbieter unterstützt. Und als einziges Protokoll, als einziges Standardprotokoll leider nur WebDAV. Also da hätte ich mir vielleicht noch SFTP gewünscht. Bevor ich jetzt das Programm hole, müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, denn es gibt nämlich noch vom gleichen Hersteller das Programm Backup 2018 und das ist totaler Mist. Da kann man nämlich nur ganze Laufwerke sichern, aber keine einzelnen Dateien, man kann nicht verschlüsseln und so weiter. Und lustigerweise ist aktuell jetzt zum Aufnahmezeitpunkt das Programm sogar billiger, die Pro-Version. Also bitte darauf achten. Das heißt Shampoo Backup Pro 11, das ich gerade getestet habe und heißt nicht, das sieht man nämlich hier unter Produkte, mal ausklappen, heißt nicht 2018 hier, Backup 2018. Das ist es nicht.